Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Genau, ich bin gerade von der Schule gekommen und es hat ein Paket vor der Tür gewartet. Wir haben ein neues Paket bekommen. Wuhu! Es sind mal wieder Bausätze drin und ich würde sagen, wir packen es aus. Let's go! Und wir packen es mal aus. Ich verlinke euch unten in der Infobox einmal meine Instagram-Seite, da wo ich meine selbstgemachten Reborn-Babys verkaufe. Da könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr ein Reborn-Baby sucht. Ich mache die ja selber und wir sitzen ja auch gerade an meinem Arbeitsplatz. So, schauen wir mal, was für Leckereien euch uns heute erwarten. Alle, die meine letzten Videos Unboxings kennen, wissen ja, Dolzgarn liefert immer Süßigkeiten mit. Wir schauen mal, was heute drin ist. Gestern übrigens schon wieder bei denen bestellt. Die müssen auch echt denken, so, oh mein Gott. Vielleicht werde ich bald gesponsert. So. Woo! Woo! Wir haben es, wir haben es. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Ich sehe Süßigkeiten. Oh, es stand so lange in der Sonne. Oh, es stand so lange in der Sonne, dass alles geschmolzen ist. Also, wir haben einen Lion, der leider komplett geschmolzen ist. Und eine Rittersport, die leider auch komplett geschmolzen ist. Hier haben wir unsere Rechnung, wie immer. Ihr kennt das ja. Ich nenne euch auch den Kaufpreis dieses Paketes. Und zwar haben wir bezahlt 381,99 Euro für 6 Reborn Babys, beziehungsweise 6 Bausätze. Genau. Zeige ich das mal. Oh, seht ihr das? Genau. Das ist unsere Rechnung, muss ich aufheben für mein Gewerbe. Alles klar. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ganz viele Kabelbinder. Weil ich habe relativ viele Scheibengelenkkörper bestellt. Denn die Scheibengelenkkörper finde ich irgendwie besser und dementsprechend bestelle ich eigentlich nur noch mit Scheibengelenk. Ja, Scheibengelenkkörper. Jetzt haben wir hier eine richtig dicke Rolle wieder. Da sind bestimmt die Augen drin. Wir schauen mal. Ja. Da sind einmal schwarz-blaue Augen. Die sind so wunderschön. Oh mein Gott, so fantastic. Einmal ganz normale Augen. So lausche Augen. Mund geblasen natürlich. Dann haben wir. Ihr könnt ja mal gucken hier. Oh mein Gott. Ich zeige erstmal die ganzen Bausätze. Die Klappe sind ja relativ uninteressant, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier einmal Rissé Asleep Reborn. Natürlich bestellt bei Dolzgarn immer nur Reborns. Genau, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, diesen Bausatz. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Heißt Rissé. Rissé oder Retze oder ich weiß es nicht. Ich zeige euch mal das Zertifikat und den Kopf gleich. Das ist das Baby. Also auf den Fotos ist er echt richtig, richtig schnuckelig. Schauen wir uns mal den Kopf an, was der so sagt. Da weiß ich nämlich nicht. Oh ja, der ist echt voll süß. Kann man was Gutes draus machen, würde ich sagen. Ich finde, der guckt ganz süß. Oder? Voll süß, genau. Und dann hat er eben 4 Viertel Arme und Beine. Und genau, so sieht das Ganze aus. Dann haben wir einmal Live. Live ist ein sehr, sehr beliebter Bausatz. Den sehe ich total oft bei Facebook und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Maggie, du musst den auch einfach mal machen, weil der ist auch so zuckersüß, unglaublich. Er ist etwas kleiner, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, schätze ich von den Bildern und die Dicke der Arme und Beine. Also es ist ein sehr zartes Baby, aber super schön. Und hier ist sogar noch ein Zwillingsbruder drauf auf dem Zertifikat. Den müssen wir dann auch mal bestellen, können wir Zwillinge draus machen. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier seht ihr das Zwillingspärchen. Und das Zertifikat eben. Und dann zeige ich euch einmal den Kopf. Und ja, es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe. Falls das aufkommt oder so. Oh, der ist echt total süß. Er sieht ein bisschen aus wie Ashley, finde ich. Die habe ich gestern fertig gemacht. Sieht ein bisschen so aus. Könnte auch ein Zwillingsbruder sein davon. Genau, aber sehr süß auf jeden Fall. Dann haben wir ganz viele Körper, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Also das sind alles
Scheibengelenkkörper für die verschiedenen Babys, eben verschiedene Größen und so. Alles hier Scheibengelenkkörper. Diesmal auch beschriftet hoffentlich, weil letztes Mal bin ich vollkommen versagt, welcher Körper zu welchem Baby gehört. Dann haben wir hier noch einen großen Körper. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Aber erstmal zeige ich euch die letzten zwei Bausätze. Und so haben wir hier einmal London. London. So sieht es aus. Der ist auch... Oh mein Gott, warum ist der so groß? Alter, der ist ja richtig groß. Er hat einfach solche Hände. Meine sind so, ja. Oh mein Gott, der ist richtig groß. Ich wusste gar nicht, dass der so groß ist. Wow. Oh mein Gott, seht ihr das? Der ist fast so groß wie mein Kopf. Und dann haben wir den vorletzten Bausatz. Und zwar Logan, Lodgen würde ich sagen. So sieht es aus. Und auch hier zeigen wir euch natürlich den Kopf. Oh, der ist auch ganz süß. Oh, der ist ein bisschen lila. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir noch einen Toddler. Den kennt ihr schon, den haben wir nämlich schon mal gekauft. Und das ist ein Auftragsbaby. Also falls ihr Babys haben wollt, die ich nach euren Wünschen gestalte, das heißt, ihr könnt den Bausatz aussuchen, ihr könnt zum Beispiel die Augenfarbe aussuchen, die Haarfarbe aussuchen, dann sind es Auftragsbabys. Und dafür habe ich jetzt einen Toddler bestellt, denn ich habe einen Toddler als Auftragsbaby. Und das ist die süße Kenzie von Donnarumma. Kann ich hier mal komplett aus. Genau, und die hatten wir, wie gesagt, schon mal hier. Die kennt ihr auch, glaube ich, alle. Ich verlinke euch das andere Video mal hier unten oder hier oben. Und sie hat auch noch einen Bauch. Und natürlich Beinchen und natürlich Arme. Wie gesagt, ein Auftragsbaby. Und für sie sind auch die kleinen, süßen Augen. Und damit war es auch schon, Leute. Das war's wieder. Das war wieder ein cooles Unboxing hier. In 2 Tagen kommt das nächste. Ja, ich weiß nicht, gefallen euch solche Unboxings? Werden es langsam zu viele oder so? Stimmt mal hier oben gehen ab beim i. Das würde mich total interessieren, weil ich weiß halt nicht, okay, soll ich das jetzt mitfilmen, wenn ich es auspacke? Soll ich es nicht mitfilmen oder so? Ich weiß aber nicht so recht. Einige von euch feiern das ja, manche mögen das nicht so gern. Also gerne mal abstimmen hier oben und dann kommen gerne noch mehr Unboxings. Ich mag das total gerne, weil ich das gerne mit euch teile. Genau, und jetzt würde ich jetzt mal sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, genießt das schöne Wetter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!